Wir sind heute in Cuxhaven bei der Einweihung eines neuen Abfahrtterminals für die Mitarbeitenden zur Mittelplatte hin. Und grundsätzlich muss ich einfach sagen, dass die Mittelplatte natürlich für Niedersachsen auch eine besondere Bedeutung hat. Wir haben hier seit jetzt 32 Jahren schon über 35 Millionen Tonnen Öl sicher und störungsfrei fördern können. Das ist ein großer Erfolg für die Mannschaft, weil wir eben unter Beweis gestellt haben, dass wir hier tatsächlich die Ölförderung mit dem Umweltschutz im Weltnaturerbe und Nationalpark Wattenmeer vereinbaren können. Die Mittelplatte verfügt über die technischen Einrichtungen, den Umweltschutz immer zu gewährleisten. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass die Mitarbeiter entsprechend gut qualifiziert sind und entsprechend sich auch hier verhalten auf der Mittelplatte. Man merkt das, wenn man hier ins Gespräch kommt, wie stolz jeder Einzelne auf das Erreichte ist, wie ernst jeder Einzelne das nimmt, dass wir hier die Verantwortung haben, im Naturpark Wattenmeer produzieren zu dürfen. Und das ist was, das macht mich natürlich enorm stolz, so eine Aktivität zu haben und auch so eine Mannschaft zu haben, die das lebt. Das ist auch unsere Ambition in der Zukunft, im Einklang hier mit unserer Umgebung sicher, sauber Öl zu fördern für die heimische Wirtschaft. In Zukunft wünsche ich mir, dass wir noch jahrelang hier weiterhin arbeiten können und dürfen und auch wirklich zu zeigen, dass Energie, Wirtschaft und Umwelt miteinander vereinbar sind. Beides ist mir extrem wichtig, weil wir beides brauchen.